Das Finale der Club-WM am Donnerstagabend findet statt zwischen dem europäischen und den nord- und mittelamerikanischen Vertretern. Der FC Bayern München setzte sich mit 2:0 gegen Al-Ahli durch und die Tigres gegen Palmeiras knapp durch einen Elfmetertreffer von Gignac mit 1:0. Blicken wir kurz auf die Aufstellung. Die mexikanischen Jungs kommen im 4-4-2 daher, insbesondere da im Fokus vorne in der Doppelspitze. Gignac mit der 10, der hatte den Elfmetertreffer im Halbfinale erzielt. Der FC Bayern München läuft so auf, Neuer im Tor, dann die Viererkette besetzt wie schon im Halbfinale. Auch im Mittelfeld gibt es keine Veränderung, Marco Rocca wieder mit dabei und Coman, Lewandowski und Serge Gnabry in der offensiven Dreierreihe. Der FC Bayern München in den roten Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links legte hier ganz gut los. Die Anfangsviertelstunde von Ballbesitz, aber nicht unbedingt Torgefährlichkeit geprägt. Coman, der sich hier an Salcedo abarbeitet. Müller bekommt den Ball im Strafraum, aber wo ist die Anspielstation? Sie bietet sich noch nicht in dieser Frühphase der Partie. Mit etwas mehr Glück bekommt Coman den Ball hier direkt zu Thomas Müller durchgesteckt. Im Endeffekt ist es aber dann eher nur so eine Halbchance. Nichtsdestotrotz, der FC Bayern schon die favorisierte Mannschaft. Hier gegen die Tigres, die aber eben auch keinesfalls unterschätzt werden sollten. Gignac, wunderbarer Ball hinter die Kette und González mit dem Abschluss. Nach 25 Minuten dann auch das erste richtig fette Ausrufezeichen der Mexikaner, stand allerdings auch im Abseits. Ein Treffer hätte nicht gezählt und trotzdem, das zeigte, dass die in Gelb gekleideten auf jeden Fall nicht unterschätzt werden sollten. Der FC Bayern München probierte jetzt weiterhin, sich starke Möglichkeiten rauszuspielen. War ja auch gegen Al-Ahli nicht unbedingt das einfachste Unterfangen. Müller links raus zu Coman, den legt er super in die Mitte und Robert Lewandowski eigentlich mit der Chance, die mit seiner Klasse immer gemacht wird, aber er rutscht da so halb weg, sehen wir gleich nochmal. Erstmal stark von Coman mit dem rechten Außenriss, bringt er den da vors Tor aus der linken Strafraumecke und Lewandowski kommt da nur irgendwie mit dem Oberarm ran und dann geht der Ball vorbei. Die Bayern wurden stärker. Davis, der Lupfer zu Coman, die Flanke von Rodriguez abgewehrt, der mit der Hand dran ist und es gibt 10 Minuten knapp vor dem Seitenwechsel den Strafstoß für die Bayern. Äußerst unglücklich aus dieser kurzen Distanz. Doch dem FC Bayern München dürfte es tatsächlich relativ egal sein, hier um den 6. Titel einzufahren. Robert Lewandowski gegen die Hertha hat er verschossen und hier scheitert er ebenfalls. Setzt den Ball am Tor vorbei. Will er zu platziert machen, weil der Keeper sich nicht regt, lange Zeit stehen bleibt. Möglicherweise das der entscheidende Faktor. Und die Tigres davon wie angestachelt. Die Bayern in der Defensive eigentlich ganz gut sortiert, aber dieser Pass darf so nicht gespielt werden. Und González kommt frei zum Abschluss. Carlos González in der 43. Spielminute mit dem 1:0 und dem dicken Schock für die Bayern. Boateng und Alaba mit Problemen in der Absprache und Manuel Neuer wird noch zu allem Überfluss getunnelt. Eine Minute Nachspielzeit im ersten Abschnitt. Es war schon durchaus schmeichelhaft, diese Führung, aber nicht ganz unverdient, weil die Tigres eben immer wieder zwischendurch gefährliche Aktionen hatten. Das ist Thomas Müller, der den Ball lange halten kann. Marc Rocca, super Pass zu Kimmich und der setzt ihn an den Pfosten. Der Winkel wird etwas zu spitz.
Aber das 1:1, das wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Doch vom Pfosten springt der Ball dann vor die Füße eines Tigres-Verteidigers. Nach 45 Minuten stand es dann 1:0 tatsächlich für UANL Tigres. Und der FC Bayern hatte eine große Aufgabe vor sich, aber eben auch noch 45 Minuten Zeit, das Ganze für sich zu entscheiden. Und sie legten wieder gut los. Pavard über die rechte Seite, Marc Rocca, der Dreh- und Angelpunkt, der machte wirklich ein super Spiel, vor allem auch in der Offensive sehr auffällig. Kimmich, da ergibt sich viel Platz für Serge Gnabry und der Ausgleich in der 54. Minute. Gnabry, der das 1:0 im Halbfinale noch vorlegte, hier macht er es selber, den ersten Treffer für die Bayern in dieser Finalpartie der Club-WM. Bekommt er auch tatsächlich viel zu viel Freiräume und aus 7 Metern knapp kann er den dann ins Netz setzen. Da ist nichts mehr zu halten für den Schlussmann der Tigres. Mittlerweile über eine Stunde gespielt. Immer wieder auch gefährliche Nadelstiche im Gefahrenbereich der Bayern. Und in allerletzter Sekunde kommt hier Boateng noch daher mit dieser super Grätsche, wehrt den zum Eckstoß ab. Das hätte für Manuel Neuer auch durchaus eng werden können, der da allerdings im gefährdeten Eck war. Der anschließende Eckstoß brachte nichts ein. Nun wieder die Bayern mit Corentin Tolisso. Der Pass zu Müller. Super Schuss, aber vor die Füße abgewehrt von Robert Lewandowski. Spiel gedreht, 68. Minute und wie selbstverständlich haut er den Ball per Volley rein. Tolisso zu Müller, der Abschluss schon gut, tolle Parade. Und dann die Direktabnahme von Robert Lewandowski, der damit endgültig seinen verschossenen Elfmeter wieder wettmachen konnte. Partie also gedreht. Die Tigres jetzt unter Druck. Das erste Mal in diesem Finale im Rückstand, 77. Minute, mal eine ganz gute Freistoßposition. Auch Gignac für die Elfmeter zuständig, bringt diesen Freistoß und der war nicht so schlecht. Distanz aber etwas zu weit und dann zu lasch getreten, dass Manuel Neuer im gefährdeten Eck ist und den Ball hat. Da konnte sich Gignac ärgern, denn es kam danach nichts mehr von den Tigres. Und die Bayern ziehen siegreich vom Feld, holen sich in überragender Manier den sechsten Titel, gewinnen diese Club-WM, was man erwarten konnte, aber nicht unbedingt erwarten musste. Sie holen sich den Titel, Titel nach Titel unter Hansi Flick. Es läuft und da kann man dann mit 2:1 sehr zufrieden wieder nach Deutschland kommen.